Der Herr ist auferstanden, Halleluja! Er ist wahrhaft auferstanden, Halleluja! Liebe Brüder und Schwestern, Ostern, so ein großes Geheimnis, wo soll man anfangen, wo soll man aufhören? Ich möchte gerne bei dem anfangen, was wir aus der Apostelgeschichte gehört haben, und euch einladen, dass ihr auf den Petrus schaut. Als Petrus im Abendmahlsaal war, sagt ihm Jesus: Du wirst mich verleugnen. Und er sagt: Niemals, Herr. Und wenn ich für dich das Leben geben müsste, ich verrate dich nicht. Und Jesus sagt ihm: Amen, Amen, ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, dass du mich kennst. Und das geschieht diesem Petrus, der den Herrn ja wirklich liebt. Der hat Haus und Hof und Firma, alles zurückgelassen, ist ihm nachgefolgt, ist ihm 3 Jahre, war er mit ihm unterwegs. Also der war wirklich bereit, ihm alles zu geben. Und bei dem, was wir jetzt gehört haben, sehen wir einen ganz anderen Petrus. Nämlich einen, zunächst hat er sich weggesperrt im Abendmahlsaal, weil sie alle Angst hatten, dass es ihnen gleich geht wie Jesus. Und nachdem der Heilige Geist ihnen das neue Sein ins Herz legt, das sie durch die Auferstehung Jesu Christi erhalten haben und wohin sie hinübergegangen sind, sie leben jetzt aus dieser neuen Wirklichkeit, diesem neuen Leben. Und nachdem kann sich Petrus hinstellen, mitten auf dem Platz in Jerusalem, und verkündet das, was wir eben gehört haben. Er erklärt ihnen, was im ganzen Land geschehen ist, bezeugt, dass Jesus alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Er wirft ihnen gewissermaßen vor, dass sie ihn ans Kreuz gehängt haben und ihn getötet haben. Und dass Gott ihnen geboten hat, dem ganzen Volk zu bezeugen, dass wer glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Und auf diese Predigt hin, so hören wir dann weiter, bekehren sich 3000 Leute. Könnt ihr das Vorher und Nachher sehen? Das Vorher und das Nachher. Und wir sind heute, Ostern ist das Hinübergehen in diese neue Wirklichkeit. Und wirklich aus ihr Leben. Wisst ihr, wir machen nicht so einen großen Aufwand bei der Verlesung des Evangeliums, um euch irgendwie auf die Nerven zu gehen, aber hier steht das Licht, weil das ist das Licht der Welt. Wir finden Weihrauch. Weihrauch heißt immer Anbetung, weil wir ein Bewusstsein in euch wachrufen wollen, dass Himmel und Erde vergehen, dass meine Worte aber nicht vergehen, sagt Jesus. Das soll alles eine Hilfestellung sein, dass das in euch ankommt. Was es mit Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu wirklich auf sich hat. Das, was uns hier gegeben ist, das kann kein Mensch machen. Da können wir noch so brav und noch so groß sein, ewiges Leben können wir uns nicht geben. Die Tür in den Himmel aufmachen können wir nicht. Es ist reine Gnade. Und wir sind jetzt eingeladen, das zu tun, was der Hebräer sagt, was der Glaube sei. Feststehen in dem, was wir hoffen aufgrund des Wortes Gottes und überzeugt sein von Dingen, die ich jetzt nicht sehe. Ich habe in der Osternacht gesagt, wir sind eine kleine Minderheit, die Freude hat, Osternacht zu feiern. Und wir haben ja bewusst die Osternacht auf 5 Uhr morgens gelegt. Man kann sie nach kirchlicher Vorschrift, nach Einbruch der Dunkelheit am Abend feiern oder eben am Morgen noch, solange es dunkel ist. Aber ich finde das immer ein großartiges Zeichen. Wir ziehen in eine völlig dunkle Kirche ein, tragen die Osterkerze herein, die wir am Feuer entzündet haben. Wir tragen diese Wirklichkeit und diese Wahrheit in eine dunkle Welt herein. Und dann hören wir die alttestamentlichen Lesungen.
Und dann kommt das Gloria, die Freude am auferstandenen Herrn. Und dann wird schon langsam hell herin. Die Lichter werden noch angezündet, aber es wird auch draußen schon hell. Und heute war es sehr eindrücklich, als wir dann nach Abschluss der Osternacht hinausgegangen sind, schien wunderbar die Sonne draußen. Ein Symbol für Christus. So etwas soll sich in dir und mir vollziehen, von dieser Dunkelheit, wir haben alles dunkel gemacht hier, bis hin zum hellen Leuchten der Sonne als Symbol für Christus. Das ist das neue Leben, das du hast. Wir haben die Tauferneuerung begangen in der Osternacht. Und wir haben gehört, die einzige neutestamentliche Lesung, die in der Osternacht vorgetragen wird, ist der Römerbrief. Wie uns Paulus schreibt, dass die Taufe ein Getauftsein ist auf den Tod des Herrn, der alte Mensch, der stirbt und muss sterben, damit der Neue Platz hat. Damit dieses Bewusstsein, dass du Sohn, Tochter Gottes bist in alle Ewigkeit, dass das Bewusstsein dich auch erfasst. Wir haben ja dort die eine Lesung gehört von Abraham. Wisst ihr, da muss man mal so hineingehen und sich das überlegen. Abraham hat keine Kinder. Im semitischen Volk war das eine wirkliche Last und auch irgendwie ein Zeichen dafür, dass man aus der Gnade Gottes gefallen ist. Und die Sarah bekommt dann noch ein Kind in hohem Alter, was gar nicht mehr möglich ist. Das ist der verheißene Sohn. Und Gott sagt zu Abraham, geh und opfere ihn. Da muss man mal ein bisschen hineingehen. Und Abraham tut das blind. Er vertraut total und ganz auf Gott. Er steht in Gott. Und dann, als er den Altar aufschlichtet und schon das Messer hebt, um ihn zu schlachten, kommt der Engel und sagt, halt ein. Jetzt weiß ich, sagt Gott, dass du alles tust, was ich dir sage. Wenn wir uns dahin spüren, wenn wir dahin überlegen, dann muss man doch sagen, das eigene Kind schlachten ist ein Wahnsinn. Gott hat es von Abraham schlussendlich nicht verlangt und ihn nicht tun lassen. Aber er selbst wird es tun. Und da schauen wir schon auf dieses unendliche Gutsein des Vaters auf uns hin, auf diese Liebe des Vaters zu dir und zu mir. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, wird Paulus sagen, um den Knecht zu retten, der wir sind. Wisst ihr, das soll nicht irgendetwas Abstraktes, eine fromme Geschichte sein, sondern du sollst da hineinfinden und sagen, so sehr bin ich von Gott her geliebt, in alle Ewigkeit. Und Christus ist in diese Welt gekommen, um mir im Himmel eine Heimat, eine Wohnung zu bereiten. Und durch den Glauben lebe ich jetzt schon aus dieser Wohnung, aus dieser Wirklichkeit. Und das hat über die ganzen Jahrhunderte hindurch die Welt verändert. Liebe Brüder und Schwestern, ich weiß durchaus, dass wir in sehr unsicheren Zeiten leben. Und ich weiß durchaus, dass viel Schweres auf ihnen lastet. Noch mehr vielleicht auf denen, die direkt vom Krieg betroffen sind und von allen möglichen Zuständen, weil es gibt ja nicht nur in der Ukraine schweres Leid. Aber eines weiß ich mit Sicherheit. Das, was die Welt verändert, das fließt aus dem Ostergeheimnis. Und es kommt in diese Welt durch deinen und meinen Glauben. Durch dein und mein Feststehen in dem, was wir jetzt feiern. Das soll mich tragen. Und das wird nur in dem Maße mich tragen, wie der alte Hund endlich stirbt und krepiert. Paulus identifiziert das mit deinen Leidenschaften, mit deinen Begierden, mit all dem, woran du das Herz hängst. Ostern, diese 8 Tage, in der wir Osteroktav feiern, wir feiern 8 Tage langes Hochfest, bis nächsten Sonntag, der dann einmündet in den Weißen Sonntag, in das Barmherzigkeitsfest. Liebe Brüder und Schwestern, in diesen 8 Tagen ist in ganz besonderer Weise in der Heilsökonomie vom Himmel die Tür offen, dass ihr einfach hinübergehen könnt. In dieses unendliche Geliebtsein in Gott, in dieses Verstehen,
was er eingesetzt hat, damit du in die ganze Fülle deines Seins kommst und in die Erfüllung all dessen, was dein Herz nur ersehnen kann. Ist angeboten, jetzt. Ich kann euch nur viel Mut machen und euch die Gnade wünschen, dass ihr den Alten loslassen könnt, das alte Denken, und ganz eintaucht in das, was der Herr uns vor Augen stellt. Dann wird in euch jene Kraft gegenwärtig sein, die wir in Petrus anhand der heutigen Lesung betrachten können. Der alte Petrus wollte zwar das Gute, aber er war dazu nicht imstande, als der Druck groß wurde. Da hat er den Herrn dreimal verraten, obwohl er ihn vorher gewarnt hatte. Er hatte nicht die Geisteskraft, er war nicht angeschlossen an diesem ewigen Gutsein Gottes, als dass er da durchgehen hätte können. Dann, als der Heilige Geist ihn erfasst und er von der Osterwirklichkeit getragen ist, da bremst ihn überhaupt nichts mehr. Da hat sogar seine Verkündigung eine solche Gewalt, dass sich Menschen bekehren, 3000 heißt es, und sich taufen lassen, mitten in Jerusalem. Es wird ihm dann auch dieses Ostergeheimnis die Kraft geben, selber ans Kreuz zu gehen. Und ihr wisst, er ist verkehrt drum gekreuzt worden, weil er gesagt hat, ich bin nicht würdig, so gekreuzigt zu werden wie der Herr. Merkt ihr es? Ostern ist das Geschenk der Freiheit. Der Freiheit seiner absoluten Treue, der Freiheit zu lieben, wo die Welt mich nicht liebt. Es ist eine unbesiegbare Kraft aus der Liebe Gottes, die er in unsere Herzen ausgegossen hat. Und in dem Maß, wie der Alte stirbt, der alte Mensch, kann der Neue da sein. Ich möchte nur gescheit Appetit machen nach dem neuen Menschen. Schaut euch das an, versucht da hineinzugehen. Wisst ihr, ich weiß das selber, man kann fromm daherreden, aber Platz greifen in einem tut es in dem Maße, wie ich es mir anschaue, wie ich es verinnerliche, wie ich beginne, ihn anzubeten, zu sagen, Jesus, ja, das möchte ich. Das möchte ich. Mach mein Herz bereit für das, was Ostern bedeutet. Denn Ostern ist der Keim, der Anfang jener göttlichen Kraft, die die ganze Schöpfung vollenden wird und heimholen wird an das Herz des Vaters. Ihr alle seid echt Privilegierte. Denn ihr seid hier, ihr dürft dieses Wort Gottes hören, ihr könnt darüber nachdenken und ihr könnt da hineingehen. Je mehr wir das betrachten, je mehr werden wir uns nach Pfingsten sehnen. Dass dieser Geist Gottes, der den heiligen Petrus so beseelt hat, dass er die ganze Welt durchlaufen wird, um Christus zu bezeugen mit großer Fruchtbarkeit. Liebe Brüder und Schwestern, das verändert die Welt. Ich wünsche es euch so, dass euch das neue Leben aufgeht, dass es euch wertvoller wird wie das alte. Und dass ihr euch ausstreckt, entgegensehnt dem, der viel mehr Sehnsucht nach dir hat, wie du je nach ihm haben könntest. Denn für dich und für mich hat er seinen Sohn dahingegeben. Ich wünsche es euch so, dass es versteht, dass ihr immer tiefer hineinfindet. Denn dieses einfache Hinübergehen und aus dieser Wirklichkeit leben, es tilgt die Schuld, die eigene, auch die der anderen, die an mir schuldig geworden sind. Es macht das Herz frei zu einer echten Freude, darüber von Gott so geliebt zu sein, dass er für uns seinen Sohn gegeben hat. Amen.